einen wunderschönen guten Morgen an diesem 1. Dezember. 1. Dezember bedeutet im iPhone-Blog immer 24 Tage im Dezember. Ich möchte an 24 Tagen Produkte vorstellen, die man als iPhone-Besitzer, als jemand, der ein iPad hat oder eine Watch oder einen Mac, als Zubehör in Erwähnung ziehen könnte für eine Anschaffung in der Zukunft. Und auch dieses Jahr möchte ich diese Tradition fortführen. Und das erste Produkt ist natürlich etwas, was man schon lange haben sollte. Und zwar geht es um diese AirPods. Das sind die Pros, die jetzt gerade rauskamen. Das Jahr 2019 ist so ein bisschen besonders, weil da kamen auch diese AirPods raus. Das ist das Modell, das zweite Modell, die zweite Generation, die im Frühling erschien. Und die Pros, die erschienen jetzt vor ein paar Wochen. Fantastische Kopfhörer. Kopfhörer, die wirklich jeden Bedarf erfüllen. Auf Reisen, wenn man durch die Stadt geht, wenn man durch die Stadt schreitet, wenn man irgendwie abends vorm Apple TV sitzt. Die Kunst von diesen Kopfhörern ist natürlich das seamless Umschalten zwischen all den Geräten, zwischen all euren Geräten, egal ob ihr Mac habt oder ein iPad oder ein iPhone. Das ist wirklich, wirklich toll. Ich bin großer Fan von diesen Kopfhörern. Ich würde die Pros bevorzugen, wenn man kein Problem hat, etwas in sein Ohr zu stecken. Die normalen AirPods, in Anführungszeichen, die hängen ja so ein bisschen raus. Die Pros, die stecken wirklich drin, damit diese aktive Geräuschunterdrückung und auch der Transparenzmodus funktionieren. Wirklich empfehlenswert. Also, ich meine, ihr habt es eh alle schon. Deswegen muss ich es nicht nochmal erwähnen, aber die Pros sind was, das sollte man sich gönnen. So selbst. Für sich selbst. Ich meine, wir beschenken uns doch alle irgendwie auch selbst. Diese kleine Videoserie, die geht noch hoffentlich 23 Tage weiter. Es ist eine Herausforderung, wie jedes Jahr. Ich hoffe, ihr schaut zu. Ich hoffe, ich habe ein paar lustige Produkte rausgepickt dieses Jahr. Es war nicht so ganz leicht, weil die finnische Post streikt. Und dieses kleine Land hat ein Problem, weil keine Produkte rein oder rausgehen. Ich versuche es trotzdem. Das war der erste Tag und wir sehen uns morgen wieder.